Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Tutorial Ableton Push 2 in Bitwig. Und in diesem Tutorial soll es um die User Pages gehen oder auch User Controls oder die User Taster. Legen wir los! So, bei den User Controls, ich schalte gerade mal den Push-Controller ein, geht es hier genauer gesagt um die User-Taste. Das ist diese Taste hier ganz oben, rechts unterhalb des Master-Faders. Wenn ich diese Taste drücke, dann erscheint auf dem Display hier, erscheinen Beschriftungen Page 1 bis Page 8. Jeder dieser Pages, also Seiten, kann belegt werden mit 8 verschiedenen Controllern, Knöpfchenzuordnung, Fadern oder was auch immer ihr da zuordnen wollt. Und natürlich gesteuert werden können die mit diesen Drehreglern hier oben. So, das heißt, das ist ein quasi sehr flexibler Weg, um MIDI-Zuordnung zu machen. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal den Controller etwas verschieben. So. Und kann jetzt hier zum Beispiel sagen, mach das alles hier mal ein bisschen kleiner, beziehungsweise dass man mehr sehen kann. Und nehme mir jetzt einfach mal raus ein. Die Filterresonanz. Mache einen Rechtsklick da drauf, klicke Map to Controller or Key. Dann kann ich an einem MIDI-Controller irgendwas antippen. Das mache ich jetzt nämlich auch genau hier. Ich nehme den ersten Fader, drehe den so ein bisschen und dann ist der schon zugeordnet. Und hier oben sieht man Filter Resonance. Und wenn ich den hier so ein bisschen drehe, sehe ich auch auf dem Bildschirm, dass sich der entsprechende Knopf auch mitdreht. Hier unten. So, wenn ich jetzt irgendwie was spiele, vielleicht mache ich hier eine kleine Spur. Vielleicht einen Takt lang. Und pack da eine Note rein. So, das Ganze loop ich hier noch. Mache es vielleicht ein bisschen leise. Gehe wieder auf die User Page. Lass das Ganze abspielen. Dann habe ich jetzt hier die Zuordnung. So. Kann ich natürlich noch diesen Filter zuordnen. Map to Controller Key mit einem Rechtsklick komme ich da drauf. Drehe an diesem. Nehme vielleicht noch einen anderen Filter, damit das Ganze ein bisschen offensichtlicher ist. So, jetzt habe ich auf einer Seite der User Pages das angelegt. Ich kann aber noch mehrere Seiten anlegen und die heißen alle Page 1 bis Page 8. So, wenn ich jetzt ein etwas abspeichere, ein Projekt und später irgendwann mal wieder öffne, weiß ich natürlich nicht, was auf den einzelnen Pages drauf ist. Das heißt, ich kann diese Pages auch noch beschriften. Und das kann ich machen, indem ich hier unten auf Show Studio I.O. Panel gehe. Dann habe ich hier den Push 2 Controller, den klicke ich hier an, dann geht der auf. Und dann habe ich, wenn ich runter scrolle, hier unten User Pages. Und hier könnte ich zum Beispiel angeben Instrument, abgekürzt. Und auf dem Display steht jetzt nämlich Instrument. Das heißt, wenn ich später das wieder öffne, sehe ich sofort, aha, okay, hier habe ich Controls, das Instrument angelegt.
Könnt ihr zum Beispiel auch bei die Page 3 aufmachen. Ich mache das hier gerade mal wieder zu. Nehme hier ein, sagen wir mal, ein Reverb mit dazu. Und stelle mal auf Hall, damit man es mehr hört. Und mappe die Size jetzt da dran. Wieder ein Rechtsklick auf die Stelle, Map to Controller or Key. Und berühre den entsprechenden Fader. Und das gleiche mache ich dann hier zum Beispiel mit dem Late Reverb und dem Late Mix und dem Mix an sich und der Stereobreite. So. Und damit ich das später wieder ohne Probleme finde, gehe ich wieder hier unten rechts auf diese Show Studio Control I.O. Panel und gebe bei, ich bin auf Page 3, gebe ich jetzt zum Beispiel ein Reverb. Und in meinem Display steht jetzt hier Reverb. Das heißt, ich mache das hier mal wieder zu, wenn ich jetzt wieder hier spiele, kann ich hier mit den Drehreglern die Room Size erhöhen, die Reverb Time, Late Mix, ich kann umschalten auf das Instrument selber. Und habe direkten, schnellen Zugriff auf die verschiedenen Regler, die ich für zum Beispiel eine Live-Situation oder einfach zum Einspielen von einem Part gerne im Schnellzugriff haben möchte. So, weil normalerweise müsste ich jetzt einfach in das Instrument rein, dann hier nochmal in das Instrument, dann müsste ich gucken, okay, welcher Bereich war das nochmal, hier war das und suche mir dann den entsprechenden Regler raus. Das heißt, ich muss mehrere Schritte durchlaufen und runtertauchen in das Instrument, um dann eben mal schnell was zu ändern. Und das Ganze kann ich sehr elegant mit diesen User Pages lösen. Ich lege mir das hin und habe das sofort im Zugriff. Und zwar genau nur das, was ich möchte. Und das ist super, super praktisch. So, ich kann natürlich diese ganzen Zuordnungen auch wieder löschen. Also einerseits könnte ich jetzt hier hingehen und Clear Controller Assignment machen. Aber ich kann auch auf diese Hand rechts unten gehen, klicken und habe dann hier den Push 2 Controller, der ist aufgeklappt. Wenn er nicht aufgeklappt wäre, kann ich ihn aufklappen und hier sehe ich jetzt die ganzen Zuordnungen, die ich habe. So, und da kann ich auch noch andere Sachen ändern, wie Value, Target, Logical oder Physical Assignment und so weiter. Und hier mit dem X kann ich das einfach rauslöschen. Wenn man auf das Display schaut, hier, ich habe ja hier gerade auf das X hier oben geklickt, dann ist das weg. Mit einem Undo kriege ich das wieder. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Display groß mache und ich drücke jetzt hier wieder auf das X wie eben, dann verschwindet das alles und das kann ich dann alles nacheinander hier auslöschen. So. Okay, das war's auch schon wieder mit den User Pages. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt das auch nutzen. Und ja, schreibt mir, was ihr so macht. Kommentare, Feedback zu den Videos. Immer sehr gerne willkommen. Bei dem Video war es sogar sehr, sehr notwendig, weil die erste Version des Videos, da konnte man nämlich diese ganzen Menüs in Bitwig gar nicht sehen, über die ich da gesprochen habe. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Und ich hoffe, wir sehen uns und hören uns bald mal wieder. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Ciao, ciao.